Damit setzen wir fort mit den Tagesordnungspunkten 26, 21 und 27 in gemeinsamer Behandlung. Wir starten und können zunächst die Einbringung durch Bündnis 90 Die Grünen realisieren. Dann haben wir ein Rederecht vereinbart. Es gibt zu 27 einen Ersetzungsantrag von Fraktion Die Linke, der eingebracht werden kann. Und dann steigen wir in die Fraktionsrunde ein. So, damit, wer bringt uns es ein? Frau Krause, bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Kein Ausbau ohne Radweg an der Gostritzer Straße ist unser Antrag überschrieben. Und hier hinter mir habe ich jetzt ein Bild mitgebracht. Das ist das, was die Landeshauptstadt ungefähr plant. Das Bild stammt aus einer Untersuchung, die in Berlin durchgeführt wurde, eine repräsentative Untersuchung mit ganz vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die befragt wurden, wie sie sich als Radfahrende in einem bestimmten Setting fühlen. Und was ich jetzt hier mitgebracht habe, ist Tempo 50, Führung auf der Fahrbahn im Mischverkehr, wie das so schön heißt. Rechts und links wird geparkt, dann gibt es ein paar Bäume und Fußwege. Die Fußwege hier auf dem Bild sind übrigens etwas breiter, als sie auf der Gostritzer Straße sein werden. Und dann sehen Sie jetzt oben rechts im Bild die Angabe, 11% der Befragten fühlen sich auf so einer Straße sicher. Und genau das ist der Straßenquerschnitt, den wir jetzt dort bauen werden an der Gostritzer Straße. Die Gostritzer Straße hat eine ewig lange Planungsvorgeschichte. Beschlossen hat der Stadtrat die Vorplanung im Jahr 2014. Das heißt, wenn sie angefangen wird in der Umsetzung, wird die Planung in den Grundzügen 10 Jahre alt sein. Ich glaube, dass es nicht gut ist, wenn wir dann so im Jahr etwa 2025, 2026 fertig sein werden mit einer niegelnagelneuen Straße und die sieht so aus. Denn ich habe auch noch mitgebracht, das unten drunter stehende ist ein Auszug aus der kommunalen Bürgerumfrage, die alle 2 Jahre in Dresden erhoben wird. Man sieht die Entwicklung der Jahre 2020 und 2022. Es werden standardisiert immer ähnliche Fragen gestellt. Und auf Platz 1 liegt als häufigst genannte Probleme in unserer Stadt die zu hohen Mieten, dazu haben wir gestern gesprochen, und auf Platz 2 unverändert die verbesserungswürdige Ausstattung unseres Fahrradwegesystems. Das hat insgesamt 860 Nennungen erhalten und ich möchte mal darauf hinweisen, wenn ihr vielleicht mal euer Radio ausmachen könntet. Vielen Dank. Dass auf Platz 4 sich zwar vorgearbeitet hat, aber die beliebte Parkplatzsituation immerhin nur von 467 Personen genannt worden ist als drängendes Problem in unserer Stadt. Mehrfachnennungen waren übrigens möglich. Das heißt also, fast die doppelte Anzahl von Menschen ist der Meinung, dass in Dresden ordentliche Fahrradwege fehlen. Und vor diesem Hintergrund finde ich es wirklich schwer verständlich und vor allem auch der Allgemeinheit schwer vermittelbar, dass wir solche Straßen bauen, dass wir sie neu bauen. Und ich muss sagen, an der Stelle bin ich auch ein bisschen enttäuscht von den Kolleginnen und Kollegen bei den Dresdner Verkehrsbetrieben, die jetzt gesagt haben, wir warten schon so lange auf diese Straße und das ist richtig. Die Busse fallen dort fast auseinander und man kann sich tatsächlich die Frage stellen, warum hat das nicht schon längst gemacht? Dann wäre das Thema abgeräumt gewesen, aber das ist eben nicht passiert. Und so stehen wir jetzt da und werden nächstes Jahr beginnen, so eine Straße zu bauen, die den Radverkehr nicht berücksichtigt. Und das, obwohl er sich dort auf einer Hauptverkehrsroute Richtung Süden auch sozusagen überörtlich über die Dresdner Stadtgrenzen hinaus befindet. Es ist auch so, dass im Umfeld der Straße einige Schulen liegen. Es ist das Freibad Mockritz zu finden, also eine Destinationen, die Jugendliche und Kinder gern auch im Sommer mal unbegleitet erreichen wollen. Das heißt, sie dürfen alleine fahren. Die Frau Krause hat jetzt das Wort. Wer bilaterale Gespräche machen will, kann das gerne draußen vor der Tür machen, aber nie hier im Raum. Dankeschön, Herr Oberbürgermeister.
Wir wollen gerne, dass Kinder und Jugendliche sich unabhängig und frei und selbstständig in der Stadt bewegen können. Das ist eine Straße, wo ich persönlich als Mutter sagen würde, da fährst du nicht lang. Es ist so, dass die Gostritzer Straße in dem entsprechenden Bereich sehr günstig gelegen ist. Man kommt da aus dem Dresdner Talkessel hoch und das ist die Straße mit der geringsten Steigung. Deswegen wollen wir eigentlich wirklich gerne, dass es eine Radverkehrslösung gibt. Jetzt hat die Stadtverwaltung schon dargestellt, es würde 3 Jahre länger dauern, wenn wir jetzt nochmal den Topf aufmachen. Ich finde, das wäre es wert. Ich mache auch ein bisschen ein Fragezeichen daran, ob es wirklich 3 Jahre dauern muss. Die komplizierten Teile der Planung, die in dem Fall in der Entwässerung liegen und die damit zu tun haben, dass dort Hochwasservorsorge getroffen werden muss, die sind erledigt. Die muss man nicht wiederholen. Es geht eigentlich nur darum, wenigstens den einen Parkstreifen umzuwidmen in eine Radverkehrsanlage. Und ich glaube, dass das möglich ist. Und ich würde mich freuen, wenn aus diesem Stadtrat das Signal hervorkommt, dass uns das nicht egal ist, wie die Leute in Dresden unterwegs sind. Und dass wir auch den anderen 89% der Dresdnerinnen und Dresdner ein sicheres Gefühl geben, wenn sie sich mit dem Fahrrad in unserer Stadt bewegen. Vielen Dank. So, jetzt hatten wir vereinbart Rederecht für Herrn Seifert. Und Herr Edwin Seifert, bitteschön, Sie haben das Wort, ebenso 5 Minuten hier im Dresdner Stadtrat. Ja, guten Tag, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Beigeordnete, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte. Schön, dass der ADFC hier an dieser Stelle nochmal Stellung beziehen kann zur Gostritzer Straße. Ja, heute geht es darum, Quo Vadis Gostritzer Straße. Ich habe mal ein Foto mitgebracht von einer alltäglichen Verkehrssituation an der Gostritzer Straße mit Busverkehr, mit parkenden Autos, mit Radverkehr. Das ist die Situation jetzt. Wir wissen, dass die Straße verschlissen ist. Das ganze Thema begleitet uns schon viele Jahre. Sie kennen das. Die Frage ist, wie wird es weitergehen? Das ist der Querschnitt, den die Stadt jetzt umsetzen möchte, nämlich eine Planung von 2013, die 10 Jahre alt ist. Das wurde schon erwähnt. Wir haben also den Radverkehr wird geführt im Mischverkehr. Die Straße wird saniert, es kommen lange Parkstreifen hinzu und warum ist das so? Man möchte, das war der Hauptfokus, Parkreihen schaffen schnell sanieren. Es lag zwar lange brach, das ganze Thema, aber jetzt soll es rangehen. Was ist die Folge davon? Die Folge wird sein, und das ist wirklich ganz eindrücklich nochmal zu bedenken, wir werden eine sanierte Straße bekommen, mit einer guten Oberfläche, gut für die Busse, für den Individualverkehr. Wir werden lange Parkreihen bekommen. Aber was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet, dass die Busse ausgebremst werden, wenn der Radverkehr im Mischverkehr geführt wird. Wir haben dann eine Straße und der Radverkehr wird wachsen. Das wissen Sie, wenn Sie draußen auf die Straße schauen, selber sich in dem Straßenraum bewegen. Der Radverkehr wächst, die Busse werden ausgebremst. Das kann nicht wirklich Sinn und Zweck einer solchen Sanierung sein. Darüber hinaus, und das ist auch ganz wichtig, haben wir natürlich durch lange Parkreihen die Doringgefahr. Nicht richtig aufgepasst beim Türöffnen führt dazu, dass wir schwere Unfälle haben können. Das ist aber nicht ganz so das große Problem. Noch viel gravierender ist, und das sagen alle Regelwerke, dass Straßen mit einem Querschnitt von 6 Meter bis 7 Metern dazu führen, dass die Leute, wenn sie Auto fahren, im Gegenverkehr überholen und damit den Radfahrer knapp überholen und wirklich gefährden. Das heißt, die 1,50 Meter Überholabstand können überhaupt gar nicht im Gegenverkehr, wenn Gegenverkehr kommt, eingehalten werden. Also haben wir dauerhaft ein Problem mit Doring, mit zu knappen Überholen und dass die DVB-Busse ausgebremst werden. Wenn wir jetzt Radwege bauen, dann heißt das, der DVB-Bus kann fahren, wird nicht behindert, wir bekommen mehr Sicherheit und Platz für den Radverkehr und wir bekommen keine Busausbremsung, wie gesagt. Und, das hat der Baubürgermeister ja selber gesagt, die Umplanung ist kein Hexenwerk. Es ist jetzt wirklich nicht so, dass wir hier riesen Umplanungen machen müssen und wir 3 Jahre brauchen dafür. Wir sind der Meinung, dass auch die immer argumentierte Parkraumanalyse, die detaillierte, gar nicht nötig ist. Denn wir haben keine 10-Geschosser, die dort stehen.
Wir haben nicht diesen Parkdruck in der Gostritzer Straße. Wir haben Privatgrundstücke, wo die Leute ihre parkenden Autos abstellen können, und wir haben Platz in den Nebenstraßen. Ein wichtiger Faktor ist aber auch noch das Technologiezentrum Dresden Süd. Herr Oberbürgermeister, Sie waren ja da, als es darum ging, die Erweiterung, den Spatenstich zu machen. 400 bis 500 zusätzliche Arbeitsplätze kommen dort oben hin. Die Büroräume, die Werkstätten, Labore erweitern sich um weitere 6.000 Quadratmeter. Und viele dort, und Sie sehen es an den vollen Fahrradständern, fahren mit dem Fahrrad. Infratec, der Geschäftsführer, der Dr. Einze, hat ja auch unsere Petition unterschrieben. Er wäre gerne gekommen, auch ein Plädoyer für die Radwege zu sprechen. Heute hier ist leider verhindert. Infratec hat Jobrad für seine Mitarbeiter. Infratec hat eine Umkleide und Spinde und Waschkabinen dort oben. Also das Technologiezentrum ist ein Ort, wo viel Ziel- und Quellverkehr für den Radverkehr ist. Und das hatte Herr Krüger ja auch erzählt im Petitionsausschuss, vorhin kam es auch schon, Mokritzer Freibad und der Campingplatz dort. Wir haben viele Touristen, die mit ihren Fahrradwagen kommen, die Fahrräder hinten drauf und wollen mit dem Fahrrad in die Stadt fahren. Auch das wird zu Problemen führen. Das heißt, wir gehen sehenden Auges eine Straße, die Probleme bringen wird. Und das bitte ich doch zu berücksichtigen. Wie gesagt, Herr Oberbürgermeister, Sie waren ja selber da auf der Gostritzer Straße beim Technologiezentrum. Da entstehen viele Arbeitsplätze. Und vielleicht noch zuletzt, es wird ja auch immer argumentiert, ja, Bäume kommen alle weg dann. Wir können keine Bäume mehr pflanzen. Sind wir uns doch mal ganz ehrlich, wenn diese Straße saniert wird, dann werden insgesamt, ob jetzt mit Radwegen oder ohne, komplett neue Baumreihen gepflanzt werden müssen. Und es ist wirklich so, auch bei Radwegen sind Bäume möglich, mit Wurzelbrücken und all dem. Also denken Sie wirklich drüber nach, ob es wirklich Sinn macht, eine 10 Jahre alte Planung umzusetzen, die den Radverkehr gefährdet und die den Radverkehr nicht fördert und letztendlich nur unterm Strich Probleme bringt und die Busse der DVB ausbremst. Vielen Dank. So, jetzt hatte ich noch die Möglichkeit gesagt, dass der Ersetzungsantrag zur Petition von Fraktion Die Linke eingebracht werden kann. Herr Wirz, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen, liebe Stadträte, lieber ADFC, wir haben uns also sowohl mit dem Antrag der Grünen als auch mit der Petition beschäftigt und haben schon festgestellt, so diese plakative Forderung, 2 Meter Radweg rechts und links und die Parkstreifen weg, so einfach ist es nicht. Erstens ist die Straße relativ kurz. Zweitens ist mir in meiner eigenen praktischen Erfahrung die Straße nicht so besonders unsicher aufgefallen. Und was dann noch dazu kommt, die Planung ist eben nicht 9 Jahre alt, sie ist zwar 2014 beschlossen worden, aber sie ist eben im Radfahrkonzept 2017 nochmal bestätigt worden, weil im Radfahrkonzept 2017 keine separaten Radverkehrsanlagen festgesetzt sind für diese Straße. Und da muss man erstmal im Prinzip sagen, bisher ist kein Konzept und kein Beschluss verletzt worden. Im Gegenteil ist es so, und das ist der Punkt, ich fange mal mit dem Punkt 2 unseres Ersetzungsantrages an, bei der Durchsicht der Beschlusskontrollen gibt es hier durchaus noch Hausaufgaben, die die Planung, die Verwaltung machen muss. Und zwar hat in meinen Augen immer noch gültig und richtig der Stadtrat 2014 Wert darauf gelegt, dass ein Maximum an Bäumen, an Altbäumen erhalten wird. Das ist uns wichtig, dass dort im Prinzip nicht ein Kahlschlag erfolgt für diese Straße und auch nicht für Radwege. Das Zweite ist, was immer noch offen ist, was sozusagen auch dort in Beschlusskontrollen über die Jahre vor sich hergeschoben wird, die Querungshilfen an der Gussmannstraße und an der Tschernitzer Straße. Das sind die Aufgaben, die wir hier nochmal in Punkt 2 bestätigen wollen. Und dann die Frage, wenn Sie Radfahren immer unsicherer machen wollen, dann müssen Sie immer mehr Radwege an Stellen fordern, wo es eigentlich nicht so ganz offensichtlich notwendig ist. Weil dann der Autoverkehr nämlich immer mehr Straßen hat, wo er hemmungslos durchfahren kann, und quasi des Radverkehrs auf der Straße entwöhnt wird. Das ist so dieser Effekt, den Sie erzielen. Und es gab vor Jahren immer noch die 2 Schulen im ADFC, nämlich die eine, die sagte, wir wollen durchgängig separate Radverkehrsanlagen haben. Da freut sich dann auch der Autofahrer, weil der Autofahrer an jeder Stelle fragen wird, was du Radfahrer, was machst du auf meiner Straße, geh auf deinen Radweg. Das ist dann die Aufteilung des öffentlichen Raums. Und im Prinzip dann die Unsicherheit immer größer wird.
Und hier auf der Gostritzer Straße ist es so, dass man das abwägen muss, in der Tat, ob der Bus ausgebremst wird oder nicht. Auf dieser Kürze der Strecke mag das so sein, aber mit dem Radwegen haben wir auch keine Haltestellen-Cups mehr. Wir haben nicht mehr die Baumstandorte, die dort sind. Es ist nämlich nicht durchgehend ein Parkstreifen da, den man einfach entfernen und umwidmen kann. Insofern ist es schon ein bisschen komplizierter. Und dann müssen wir in der Umsetzung, oder wir können natürlich die Umsetzung des Radfahrkonzeptes, die können wir beklagen. Und dann müssen wir Folgendes machen. Wir müssen beschlossene Planung und Steigerung des Radverkehrskonzepts, was wir eigentlich umsetzen wollen, das müssen wir immer wieder in Frage stellen und neu planen. Weil wir dann einmal vorhandene Planungskapazitäten immer wieder neu binden, immer wieder neue Ideen haben und damit natürlich die Bugwelle der nicht erfüllten Maßnahmen immer größer wird. Und wir sind auch der Auffassung, dass Radwege nicht die einzige Möglichkeit sind, verkehrsrechtlich für Radverkehrssicherheit zu sorgen. Insofern möchten wir schon im Punkt 1a unseres Ersetzungsantrages nochmal der Verwaltung die Aufgabe geben, zu prüfen, ob diese Planung noch den technischen Grundsätzen, den technischen Regeln entspricht seit 2014, ob hier Änderungsbedarf vorhanden ist. Wenn dies der Fall ist, müsste es so und so eingearbeitet werden. Und dass eben auch, wenn Radverkehrsanlagen nicht möglich sind, die Möglichkeit schließen wir mit dem Punkt 1a nicht aus, dann geprüft wird, wie eben die Belange aller Verkehrsteilnehmer und die Verkehrssicherheit durch andere Maßnahmen verbessert und gesteigert werden können. Das ist auch im Punkt b der Fall, dass im Prinzip da auch nochmal die prognostizierte Verkehrsbelegung zugrunde gelegt wird. Ich meine, wir reden alle von einer Verkehrswende, aber offensichtlich glaubt auch der ADFC nicht daran, weil er der Meinung ist, die Autos fahren so in der Anzahl weiter wie bisher. Wenn wir da mal von einer Senkung ausgehen, würde sich das Problem ja auch ein Stück weit entschärfen. Insofern plädieren wir hier dafür, nicht im Prinzip plakativ Maximalforderungen zu erfüllen oder im Prinzip Versuchen zu erfüllen, die sich eigentlich nicht erfüllen lassen, sondern ein breit gefächertes Maßnahmenpaket zu ergreifen, die Planung durchaus auf den Prüfstand zu stellen, aber bitte nicht im Prinzip einen Weg zu beschreiten, der in der Sackgasse endet. Vielen Dank. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Fraktion Dissidenten würde beginnen. Wird das Wort gewünscht? Nein? Dann AfD-Fraktion, Herr Gilke. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner, die Gostitzer Straße darf keine Königsbrücker Straße 2.0 werden. Eine Straße, die seit über 20 Jahren auf ihre Sanierung wartet. Es ist für die Gostitzer Straße alles klar, es kann endlich losgehen, wenn man diesen Antrag ablehnt. Es gibt gute Gründe dafür abzulehnen. Die Anwohner der Gostitzer Straße sind auf die Parkflächen in der Straße angewiesen. Es gibt einige Grundstücke, die Parkmöglichkeiten haben, aber nicht für alle Bewohner. Es gibt auch Grundstücke, da ist kein Parken möglich. Es gibt auf dieser Strecke derzeit 222 belegte Haushalte, sowie derzeit 29 nicht belegte Haushalte. Geht man nun von den Grundstücken aus, die Parkmöglichkeiten haben, bleibt ein Parkdefizit von mindestens 138 Parkplätzen. Den Anwohnern die Parkfläche wegzunehmen, denn einen adäquaten Ersatz ist dort nicht möglich, bedeutet, dass man den Menschen in einer beruflichen Tätigkeit nachgehen, die Möglichkeit zu arbeiten, verschlechtern oder gar nimmt. Es kann nicht im Sinne sein der Anwohner und der Stadtgesellschaft. Es hat oft gute Gründe, warum Menschen mit dem Auto zur Arbeit fahren. Auf dem Bild sehen wir aktuell am Tage und hier in der Nacht, wo die Straße voll ist. Freunde von mir haben an einem Werktag mal in der Zeit von 7 bis 10 Uhr und 15 bis 18 Uhr die Radfahrer gezählt. Morgens waren es 19 und nachmittags waren es 12, also in Summe 31 Radfahrer. Wobei aufgefallen ist, dass mindestens zwei der Radfahrer morgens auch am Nachmittag unterwegs waren. Die Unfälle auf dieser Straße sind überschaubar. Innerhalb von 6 Jahren gab es 4 Unfälle. Dabei ist ein Unfall nicht zählrelevant. Es handelt sich dabei um einen Unfall mit Radfahrer und Fußgänger. Bleiben 3. Das macht ein Unfall in 2 Jahren. Das ist kein Unfallschwerpunkt, das ist keine besondere Gefährdung für Radfahrer. Es gibt auf der Straße 3 Bushaltestellen, also 5 Einstiege, denn einer ist außerhalb des Bauabschnittes, wobei nur einer barrierefrei ist.
Dieser Zustand soll sich mit der aktuellen Sanierung des Bauabschnittes ändern. Der jämmerliche Zustand der Fußwege, Sie sehen es ja selber auf den Bildern, und letztlich auch noch ein Briefkasten, der hat eine Klappenhöhe von 1,60 Meter. Bei anderen Briefkästen liegt die Klappenhöhe bei 1,30 Meter. 30 Zentimeter Defizit klingt nicht viel, aber für Rollstuhlfahrer kann es unüberwindbar sein, auch für kleinere Menschen. Und der letzte Punkt, eine Neuausrichtung der Sanierung würde den Sanierungsbeginn mindestens um 2 Jahre verzögern, was bei den örtlichen Gegebenheiten eine echte Zumutung für die Anwohner ist. Darüber hinaus haben wir Altbestand von Bäumen. Diese Bäume sollen teilweise dafür weggemacht werden. Und wir haben in Dresden die Situation schon gehabt, dass Bäume gepflanzt wurden, angesetzt wurden und die sind dann trotzdem wieder eingegangen, weil die Pflege nicht funktionierte. Das heißt also, in Dresden gehen wir aufgrund des Umweltamtes in Dresden, gehen wir immer ein Risiko ein, wenn wir alte Bäume wegmachen, denn neue Bäume nicht unbedingt wirklich anschlagen und dadurch ihre Kraft entfalten. Unterm Strich ist es immer günstiger, darauf zu gucken, was wollen die Menschen vor Ort. Und ich habe auch Gespräche mit den Leuten geführt und die Leute sind an der Sanierung dieser Straße interessiert. Das ist bald mal passiert. Im Übrigen zum Thema Ausbremsen eines Busses. Jede Straße, wo ein Fahrzeug unterwegs ist, wo ein Radfahrer unterwegs ist, bremst ein Bus aus. Das nennt man nämlich Straßenverkehr. Vielen Dank. So, als nächstes Fraktion Die Linke, Frau Holowenko. Nein? Hier mal bitte Herrn Würz, das... Nein, ich hatte alles gesagt. Ich würde nur noch einmal bitten, dass die Verwaltung noch mal ihre Position erläutert. Kommt ohnehin. So, dann kommen wir zur CDU-Fraktion, Herr Schmidt. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Seifert, liebe Gäste. Wir reden über die Gostritzer Straße, über eine Straße, die seit mittlerweile 10 Jahren geplant ist, vorgeplant. Die Vorplanung ist aus dem Jahr 2013. Ich erinnere mich daran deshalb ganz genau, weil das meine erste Sitzung war im Ortsbeirat. Als ich im Prolis, im Ortsbeirat, damals als Vertreter noch das erste Mal politisch in Verantwortung war, wurde die Vorlage vorgestellt, die dann im Januar oder am Anfang 2014 hier im Stadtrat beschlossen wurde. Seitdem begleitet mich die Gostritzer Straße und sie ist bis heute nicht gebaut. Diesen Zustand wollen wir und müssen wir dringend ändern. Als damals die Vorplanung beschlossen wurde, ging man übrigens von einem Baubeginn im Jahr 2017 aus. Herr Lichtier, das sind Fakten. Ruhe da hinten. Der Zustand der Straße war schon zum Zeitpunkt des Beschlusses unterirdisch. Man kann in Teilstücken, wir haben gerade Bilder gesehen, wobei das waren teilweise sogar noch die besseren Abschnitte, in teilweise von Straßenabschnitten sprechen, die eigentlich nur noch eine Aneinanderreihung von Löchern sind. Die Anlieger, die dort wohnen, die erwarten, dass endlich etwas passiert. Die erwarten nicht, dass wir hier nochmal komplett von vorn anfangen zu planen, sondern die wollen einfach, dass gebaut wird. Ich kenne genügend, die Straße ist bei mir ja nun wenige Meter von meinem Wohnort entfernt. Ich kenne genügend Leute, die mich auf der Straße tatsächlich ansprechen und sagen, Herr Schmidt, wann geht's denn jetzt mal endlich mit der Gostritzer Straße los? Und wenn wir jetzt heute hier eine Verschiebung beschließen, dann ist das niemandem mehr zu vermitteln. Im Übrigen, der Beschluss 2014, das Radverkehrskonzept ist schon angesprochen worden, wobei Kollege Würz hat schon erwähnt, es ist ja nichts drin, was irgendwie dem Beschluss entgegensteht. Wenn man hätte etwas ändern wollen, liebe Grüne und liebe ADFC, Sie haben Ihre Anträge beide im Herbst letzten Jahres 2022 gestellt. Warum 2022, wenn Sie seit 2017 spätestens Zeit gehabt hätten? Warum? Verwaltung hat im Bauausschuss dargestellt, wir würden, wenn wir nochmal den Beschluss aufmachen, wenn also die Anträge heute beschlossen würden, mindestens um 2 bis 3 Jahre zurückgeworfen, weil wir in die Vorplanungsphase zurückkommen. Wir würden also vielleicht frühestens 2028 oder so mal zum Bau kommen. Frau Prüfer,
der Amtsleiterin des Straßen- und Tiefbauamtes hat im Bauausschuss klar erklärt, wenn wir diesen Bauverzug beschließen würden, dann müsste zwischendurch ein Deckentausch erfolgen, ein interimsmäßiger Deckentausch. Das bedeutet aber, dass wir am Ende nur eine Fahrbahn machen, die am Ende unten drunter trotzdem marode ist und das Zeug, was wir da oben drauf bringen, wird irgendwann durchsacken und die Straße ist genauso kaputt, wie sie jetzt schon ist. Es würde aber nichts an den Fußwegen passieren. Und wir als CDU, wir haben tatsächlich alle Verkehrsteilnehmer im Blick, im Gegensatz zum ADFC, der immer bloß auf die Fahrradfahrer guckt. Die Gehwege, wir haben Bilder gesehen, auch da sage ich, Herr Gilke, die Bilder, die Sie gemacht haben, waren zum Teil ja noch die besseren Stücken. Da gibt es noch schlimmere Strecken. Und dort kann man mit dem Rollstuhl, mit dem Rollator und teilweise auch junge Mütter mit dem Kinderwagen, junge Väter mit dem Kinderwagen, auch die fahren manchmal das Kind durch die Gegend. Man kann dort teilweise nicht mehr laufen. Und deswegen muss es dringend einen grundhaften Ausbau dieser Straße geben, so wie es beschlossen ist. Wir haben von der Verwaltung eine Stellungnahme vorliegen, die Führung des Radverkehrs im Mischverkehr ist möglich. Ich halte das tatsächlich von der Belegung der Straße her auch für machbar. Im Übrigen nochmal zum Thema Parkdruck im Gebiet ist mäßig. Liebe Kollegin Krause, einfach mal ein bisschen mit offenen Augen durch die Gegend gehen. Es geht nämlich nicht nur um die Leute, die an der Gostritzer Straße direkt wohnen, sondern wir haben an der Gostritzer Straße im unteren, also im nördlichen Bereich, die Max-Klinger-Straße einbiegend. Und dort gibt es eine ganze Menge Mehrfamilienhäuser, wo keine Möglichkeit ist, das Auto abzustellen. Also außer dem Stück, was direkt in der Max-Klinger-Straße ist. Diese Straße ist immer übervoll. Und diese Leute müssen ihre Autos auch irgendwo hinstellen können. Es ist einfach mal so. Und dazu brauchen wir auch Stellflächen in der Gostritzer Straße. Das heißt, der Parkdruck in dem Gebiet ist da. So, was habe ich mir noch? Freibad Mokritz, schönes Thema. Freibad Mokritz, schönes Stichwort. Wenn wir die Gostritzer Straße mit dem Radweg ausstatten würden, dann kommen wir zwar bis zur Kreuzung Boderitzer Straße, aber was passiert denn auf dem restlichen Stück bis zum Freibad? Auf der Boderitzer Straße gibt es keinen Radweg und da wird es auch keinen geben, weil kein Platz ist. Das heißt also, es gibt keine Lösung, das Bad mit dem Radweg komplett zu erschließen. Und noch einen wichtigen Punkt, ich komme sofort zum Ende, Herr Oberbürgermeister, auch wenn die Zeit hier schon blinkert. Der ADFC hat so schön geschrieben in seiner Petition, es sei die wichtigste Route in die Innenstadt sowie für den überregionalen Radverkehr Richtung Bannewitz und Dippoldiswalde. Herr Seifert, da hätte ich ja ganz gern von Ihnen noch mal eine Erklärung, wie Sie denn, wenn Sie am Ende der Gostritzer Straße angekommen sind, von dort nach Bannewitz oder Dippoldiswalde kommen wollen. Fahren Sie übers Feld? Es gibt dort keine Verbindung nach Bannewitz oder Dippoldiswalde. Es gibt einfach keine, es sei denn, Sie fahren über den Acker. Also das ist wirklich Unfug, was hier steht. Und insofern, wir als CDU werden die Anträge ablehnen und auch den Ersetzungsantrag der Linken ablehnen. Wir wollen, dass die Baumaßnahme jetzt passiert, so schnell wie möglich, so wie es im Haushalt eingestellt ist, im nächsten Jahr bauen. Vielen Dank. Als nächstes SPD-Fraktion, Herr Engel. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stehen bei der Gostritzer Straße vor einem riesigen Dilemma. Und wir sehen hier an dieser Stelle das Ergebnis der Planungsprozesse in der Dresdner Verkehrspolitik und vor allem der Planungsdauer in der Dresdner Verkehrspolitik. Einerseits ist das, was Frau Krause und Herr Seifert gesagt haben, richtig und aus meiner Sicht auch in weiten Teilen nicht von der Hand zu weisen. Diese Planung ist nicht in allen Teilen überzeugend. Sie ist für den Radverkehr nicht optimal. Sie lässt auch nicht wirklich erkennen, dass es eine sinnvolle Abstimmung mit dem Radverkehrskonzept auch gibt. Und sie ist einfach 10 Jahre alt. Das ist alles nicht von der Hand zu weisen und das muss man auch hier an dieser Stelle so deutlich kritisieren. Auf der anderen Seite muss uns, glaube ich, aber auch klar werden, was die Konsequenzen sind, wenn wir diesen Beschluss oder diesen grünen Antrag, wie er jetzt hier vorliegt, so treffen. Wir sprechen über 2 bis 3 Jahre Verzögerung, das wurde hier schon mehrfach erwähnt, und wir sprechen vor allem über gewisse Auswirkungen, die sehr, sehr unmittelbar dann nämlich sind. Die Gostritzer Straße ist sehr, sehr regelmäßiges Thema in den Abstimmungsrunden zwischen Dresdner Verkehrsbetrieben und Stadtverwaltung, wo es unter anderem auch den Zustand einzelner Straßen geht. Und das wird immer wieder problematisiert. Die Gostritzer Straße ist ein Problem. Und ich habe jetzt am
Mittwoch auch nochmal mit den Dresdner Verkehrsbetrieben dazu gesprochen, zu konkret dieser Straße. Und da gab es die Aussage, wenn diese Straße 2024 nicht saniert wird, droht tatsächlich eine Sperrung für den Schwerverkehr. Schwerverkehr meint nicht nur LKWs, sondern meint unter Umständen auch die Gelenkbusse, die man ja sowohl auf der Linie 63 als auch auf der Linie 66 dort hat. Wir haben dort eine Buslinie im 10-Minuten-Takt, eine weitere Buslinie im 20-Minuten-Takt. Wir haben an dieser Stelle 4.000 Fahrgäste in etwa jeden Tag. Und diese Sperrung könnte man dann nur abwenden, indem man doch nochmal in eine Deckensanierung geht. Und da will ich dann schon ein bisschen die Frage aufwerfen, ist es wirklich vertretbar, eine solche Straße dann einmal aufzureißen und dann 2, 3 Jahre später noch einmal komplett grundhaft zu machen? Das sind Sachen, die kritisieren wir an anderer Stelle in dieser Stadt auch regelmäßig, dass das nicht funktioniert. Das eigentliche Kernproblem bei dieser Planung ist, dass sie von der Stadtverwaltung in den letzten Jahren nicht selbst aktiv angepasst wurde, dass dem Bauausschuss keine neue Vorlage vorgelegt wurde, wo gesagt wurde, okay, wir haben ein Radverkehrskonzept, da hat diese Route eine gewisse Funktion, dementsprechend müssen wir uns diese Planung nochmal anschauen. Nein, die alte 2014 und aus 2013 oder im Jahr 2013 entstandene Planung wird einfach fortgeschrieben und wird dann am Ende umgesetzt. Das ist aus meiner Sicht das eigentlich Unzufriedenstellende. Und deswegen kriegen wir dieses Dilemma hier heute nicht aufgelöst. Es ist in jeder Hinsicht eine unbefriedigende Situation und deswegen können wir als SPD-Fraktion tatsächlich dem grünen Antrag heute hier nicht zustimmen. So, als nächstes wird FDP das Wort gewünscht. Jetzt hast du bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich bitte Sie wirklich dringend, dass wir jetzt endlich diese Gostritzer Straße bauen und nicht weitere Verzögerungen in Kauf nehmen. Wir ringen darum schon sehr lange. Die Anlieger warten darauf auch sehr lange, auch diejenigen, die das nutzen. Und es ist höchste Zeit, das zu machen. Wenn wir heute hier eine Bremse reinwerfen, dann droht das, was viele andere schon gesagt haben, was wir von anderen Verkehrsprojekten kennen. Das Wichtigste aber ist, warum wir bauen sollten, weil sich grundsätzlich ja überhaupt nichts geändert hat. Und das ist, lieber Kollege Engel, Sie haben völlig recht, die Planungsdauer für ja fast sämtliche Verkehrsvorhaben in dieser Stadt, das ist ein großes Problem, weil wir so lange planen, so lange diskutieren, bis sich die Rahmenbedingungen oft geändert haben. Wir sehen das an der Königsbrücker Straße, über die wir ja auch noch weiter diskutieren werden. Da hat sich ganz, ganz viel verändert im Laufe der Zeit, aber eben nicht an der Gostritzer. Dort sehe ich diese Veränderung überhaupt nicht. Die wünscht man sich herbei, die redet man herbei. Aber faktisch, wenn ich mir die Situation vor Ort anschaue, hat sich gar nichts geändert. Nach wie vor ist das keine Straße, die durch Radfahrer wesentlich genutzt wird. Es ist keine Hauptradverkehrsroute, ist es nicht, wird es auch nicht werden. Deswegen gibt es gar keine Veränderung. Es ist kein Unfallschwerpunkt. Da muss man einfach mal die Zahlen zur Kenntnis nehmen. Ich meine, es wird überall in dieser Stadt, werden ja Unfallschwerpunkte auch herbeigeredet, ohne dass es die entsprechenden Statistiken gibt. Wir haben uns auch noch mit vielen Punkten auseinandersetzen müssen, aber genau dort weiß es jeder, es ist kein Unfallschwerpunkt. Das, was wir aber haben, wir haben den dringenden Sanierungsbedarf, der auch in den letzten Jahren dringender geworden ist, betrifft ja nicht bloß den Verkehr, sondern betrifft vor allem eben auch die Fußwege. Die Bilder sind gezeigt worden, das ist dort eine Katastrophe, allerdings auch kein Einzelfall in Dresden, wie wir wissen, weil Fußwege spielen ja in dieser Stadt leider keine ganz so große Rolle. Und wir haben dort einen Busverkehr, übrigens ja auch nicht bloß durch die DVB, sondern auch durch die Stadtrundfahrt beispielsweise, die ja auch die Strecke häufiger mit nutzen muss. Da muss ich ganz ehrlich sagen, was wollen wir jetzt? Wollen wir beschleunigen? Wollen wir ausbremsen? Da muss man sich in der Stadt irgendwann auch nochmal entscheiden, wo wir eigentlich Prioritäten setzen. Meine Damen und Herren, ich sehe das ganz eindeutig. Natürlich sind auch Parkplätze, das Zauberwort, Frau Fieles, jene haben Sie mir ja schon zugeworfen. Ja, darum geht es aber natürlich auch. Da wohnen Menschen. Nicht jeder hat ein eigenes Grundstück, auf dem er sein Auto parken kann, sondern es gibt auch ganz normale Mieter. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die auch einen Anspruch darauf haben, dass sie wohnortnah ihr Auto unterbringen können. Wir dürfen auch bei der Gostritzer Straße nicht immer nur an die denken, die die Gostritzer Straße im Transitverkehr als möglichst schnelle Durchlaufstraße haben wollen, sondern für mich sind die Leute wichtig, die dort wohnen. So, und um die kümmern wir uns. Deswegen kann ich nur dazu einladen,
die Verschiebung abzulehnen. Auch den Änderungsantrag, den verstehe ich vom Kollegen Wirth sehr gut. Ich würde es trotzdem empfehlen, ihm nicht zuzustimmen, sondern heute die Gostitzer Straße, so wie wir es lange diskutiert haben, wie es die Verwaltung vorschlägt, auf den Weg zu bringen. Vielen Dank. So, dann zum Abschluss der Fraktionsrunde Freie Wähler, Freie Bürger das Wort gewünscht? Nein? So, dann sind wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch. Man würde vielleicht an dieser Stelle empfehlen, dass wir zunächst mal Herrn Kühn und dann habe ich weitere Wortmeldungen, die in der Reihenfolge Herr Dr. Schulte-Wissermann, Herr Böhm, Herr Wirtz dann aufgerufen werden. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst die Gostitzer Straße ist eine Hauptsammelstraße, hat 4.500 bis 6.000 Fahrzeuge am Tag, 5 bis 6% Schwerlastanteil. Eine aktuelle neue Verkehrszählung findet im Sommer statt. Es gibt aber keine Indizien dafür, dass der Verkehr an der Stelle zugenommen hat, eher im Gegenteil. Wir haben die Planung nicht überarbeiten müssen, auch wenn der Stadtratsbeschluss schon einige Jahre zurückliegt. Denn die Regelwerke, die für die Planung zugrunde liegen, sind immer noch dieselbe. Das ist die Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen und das sind die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen ERA. Die haben sich seit dem Stadtratsbeschluss und auch seit dem Beschluss des Radverkehrskonzepts nicht geändert. Insofern gab es auch keinen Grund, eine neue Planung vorzulegen. Natürlich haben wir uns die Planung angeguckt und angeschaut, ob wir aufgrund des Radverkehrskonzepts und zu einer anderen Einschätzung kommen. Wir haben generell bei der Gostritzer einfach die Herausforderung, dass es ein begrenzter Verkehrsraum ist und insofern braucht es an der Stelle Kompromisse. Wir hätten die Straße auch gerne schon eher baulich realisiert. Die Mittel sind aber dafür nicht in den Haushalt eingeordnet gewesen. Es war also nicht das Thema einer Planungsdauer oder Planungsprozesse, sondern schlicht und ergreifend einer sehr langen Liste an Straßen in Dresden, die im schlechten Zustand sind und die nur Stück für Stück entsprechend der Haushaltsrahmenbedingungen abgearbeitet werden können. Und wir haben auch bei der Abwägung, müssen wir die Planung nochmal anpassen, gesehen, dass es eben eine der wichtigen Strecken auch für den ÖPNV ist, dass wir dort weder Barrierefreiheit haben, noch dort das Thema Beschleunigung des ÖPNVs an der Stelle mit diesem Straßenzustand gewährleisten können. Wir haben auch im Ausschuss deutlich gemacht, dass ja, die Umplanung kein Hexenwerk wäre, aber sie doch umfangreich ist, denn im Bereich zwischen Tschernitzer Straße und Bussmannstraße ist noch Altbaumbestand vorhanden, den wollen wir auch erhalten. Und deshalb ist es so, dass die Planung vorsieht, dass man also die Bäume im Wechsel mit Parkern anordnet, das heißt dadurch eben den Altbaumbestand erhalten kann und weitere Bäume natürlich pflanzt. Wenn man den vorhandenen Querschnitt, wie in der Planung vorgesehen, ändern würde, zugunsten der Einordnung eines Radstreifens in landwärtige Richtung, würde es planerische Änderungen geben. Denn der Bordabstand der Baumachse kann bei Parkbuchten auf 70 cm reduziert werden. Bei direkt anliegender Fahrbahn ist es dann schon ein Meter. Das bedeutet, dass es schon erhebliche Anpassungen gäbe, zum Beispiel auch im Bereich der Haltestellen. Für die Busse, bei den Querstellen an Knotenpunkten und Einmündungen, Grundstückszufahrten und eben wie gesagt an den Baumscheiben selber. Und deshalb muss man sagen, dann kann man 2024 nicht bauen und das ist schon genannt worden. Dort würden dann zwischendurch Maßnahmen notwendig werden, die aber natürlich nicht die Gehwege, nicht das Thema Barrierefreiheit und so weiter tangieren würden. Es ist auch schon gesagt worden, dass es hier in dem Bereich, anders als bei der Einmündung Teplitzer, die ja in dem Bereich auch umgebaut wird, kein Unfallschwerpunkt ständiges Ein- und Ausparken, wie beispielsweise in der Geschäftsstraße. Das sind eben die Straßenabschnitte, dort wo wir Doring-Probleme haben und dort auch wo ein höherer LKW-Anteil ist. Insofern war es eine Abwägung und insofern haben wir gesagt, wir wollen die Maßnahme baulich umsetzen und es wird auch bei einer anderen Entscheidung eben auch weiterhin aufgrund des Straßenquerschnitts Kompromisse geben und die Regelwerke sind unverändert. Wie gesagt, der
die ich genannt habe. Vielen Dank für die Ausführung nochmal. Jetzt gehen wir rein in die weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Schulte-Wissemann und dann Herr Böhm. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream, ich möchte es kurz halten und mit einem Satz beginnen. Es kann immer sein, dass nach 10 Jahren sich etwas ändert. Und dann gibt es, Herr Engel hat das eigentlich sehr schön zusammengefasst, 2 Möglichkeiten. Man zieht das, was man vor 10 Jahren beschlossen hat, einfach durch. Oder man sagt, okay, es hat sich was geändert. Und es hat sich schon etwas geändert. Wir sind jetzt 2023. Wir haben einen Beschluss, klimaneutral zu sein, in ungefähr 12 Jahren. Es gibt mehr Radverkehr. Auch durch Corona hat sich der Anteil an Radfahrenden erhöht. Es gibt natürlich Push-Faktoren für den Radverkehr, wie zum Beispiel unsichere Stellen, wo Menschen halt sagen, nein, ich fahre jetzt mit meinem Kind nicht da lang oder ich fahre nicht da lang. Ich würde also gerne Radfahren, wenn es dort schöner wäre. Und wir haben eine Petition, die auch relativ recht erfolgreich gewesen ist. Und der Punkt ist, wir haben 2023 und man plant keine Straße ohne ein Angebot für den Radverkehr. Das macht man einfach nicht mehr. Und so gesehen finde ich den grünen Antrag, ich persönlich jetzt, finde ich den sehr, sehr gut. Ich werde ihn auch unterstützen, nur wir können, wenn wir die Reden verfolgt haben, die bis hier hingekommen sind, mal zusammenzählen. Es wird wahrscheinlich für den grünen Antrag heute keine Mehrheit hier geben. Was ich aber durchaus sehe, und da bin ich der Linken doch relativ dankbar, sie hat ja eine gute Brücke gebaut mit ihrem Antrag. Ja, der Antrag sagt, oh, okay, wir müssen nochmal nachdenken, die Stadtverwaltung soll mal prüfen, soll nochmal darlegen, wie es ist. Und wenn wir dann umbauen, sollen wir die guten Sachen, die 2013 beschlossen wurden, im Wesentlichen eine Fußgängerquerung und Zebrastreifen, das soll erhalten bleiben. Also ich habe geringe Hoffnung und ich hoffe einfach darauf, dass es eine Mehrheit gibt, zumindest für den linken Antrag. Denn wenn Sie den linken Antrag ablehnen, ja, da steht nichts wirklich Schlimmes für das Autochen drin. So, also wenn Sie den linken Antrag auch ablehnen, dann ist es einfach pure Ideologie, das Auto sozusagen, das Fetischauto, immer weiter auf den Altar zu heben. Dankeschön. Nächste Wortmeldung, Herr Böhm und dann Herr Wirz. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich wollte ich ja nichts sagen, aber gut, da waren Sie wieder die Lacher. Aber was der, insbesondere der Kollege Seifert gesagt hat, kann man so nicht stehen lassen. Das kann man so nicht stehen lassen. Wir bauen da keine Straße, die unsicher ist für Radverkehr. Also das ist eine Behauptung, der trete ich hier entgegen und ich denke, das müsste auch zum Schluss auch noch mal der zuständige Bürgermeister machen. Wir verbessern die Situation, die jetzt da ist, denn der Radverkehr muss um die Schlaglöcher drumherum fahren. Und wir haben das bei uns auch diskutiert. Und ich gebe zu, mir gefällt das auch nicht, dass wir in der heutigen Zeit eine Straße planen in der Größenordnung und richten da keinen Radweg ein. Das ist auch bei uns nicht gerade ein Thema, wo wir sagen, das gefällt uns, aber man muss ja abwägen. Und jetzt auch an die Antragsteller und an die Petenten. Wir haben gehört, dass das Geld kostet, wenn wir diesen Anträgen näher treten würden. Wir würden einen Interimsdeckentausch machen, der kostet richtig Geld. Wo ist das Geld? Wo kommt das Geld her? Und dann, liebe Kollegen, woher kommen die langen Planungsprozesse? Holger Zastrow hat es ja vorhin schon mal angesprochen. Die kommen auch daher, weil wir die Verwaltung überlasten mit Wünschen und nochmal Planung und nochmal der Phantombrücke und dem und nochmal der Umplanung. Wenn wir hier nochmal umplanen lassen, zu was führt das? Es bleiben andere Projekte liegen. Deswegen müssen wir nach der Abwägung zu dem Ergebnis kommen, dass es besser ist, jetzt diese Planung vorzunehmen und für alle dort Verbesserungen zu finden, als wenn wir jetzt noch weitere Jahre warten und möglicherweise sich dann das Geld im Haushalt nicht findet. Und vielleicht noch eine letzte Anmerkung dazu.
Ist der Deckentausch erst einmal gemacht, ist es fraglich, wann in der Prioritätenliste dann der grundhafte Ausbau kommt, mit oder ohne Radwege. Das ist mehr als fraglich, weil da gibt es noch ganz andere Stellen in dieser Stadt. Und nochmal ein kurzer Einwurf an die Linken und auch an Kollegen Schulte-Wissemann. Also alles, was an Themen geprüft werden sollte, was man vielleicht noch prüfen könnte, ob da noch was zu verbessern ist und, das hat in diesem Fall der Bürgermeister schon beantwortet. Aber ich würde Sie vielleicht noch zum Schluss wirklich noch mal darum bitten, hier noch mal klarzustellen, ob wir hier unsichere Radwege bauen, weil ich sage mal, im Mischverkehr bewegt man sich als Radfahrer in dieser Stadt ganz häufig und es sind nicht überall Unfallschwerpunkte. Danke. Also ich gehe davon aus, dass Kollege Kühn klar und deutlich sich positioniert hat. Jetzt Herr Wirz. Ja, vielleicht zwei Korrekturen. Herr Engel, im Radverkehrskonzept stehen keine Radverkehrsanlagen an der Gostritzer Straße dran. Ein grundhafter Ausbau, das ist es. Also falls Sie sich da missverständlich ausgedrückt haben, das wollen wir mal klarstellen. Also das ist im Konzept einfach so enthalten. Das nächste ist, Herr Schulte-Wissemann, Push-Faktoren für Autoverkehr. Also für den Autoverkehr sind Radwege ein wunderbarer Faktor, viel mit dem Auto zu fahren. Sie tun wahnsinnig viel für den Durchgangsverkehr, wenn möglichst die Straßen radverkehrsfrei sind. Also der fließende Verkehr ist wunderbar. Sie machen es nur dann, wenn Parkanlagen wegfallen, also Stellplätze wegfallen, machen Sie es im Prinzip den Bewohnern nur schwer. Das ist die Frage, aber die im Prinzip durch die Stadt durchfahren wollen, die haben wunderbare Möglichkeiten damit. Und dann nochmal etwas zu Herrn Schmidt. Es ist immer eine Abwägung, im Prinzip einer Petition entgegenzutreten, die immer sagen, doch einen gewissen Nachdruck hat und Regelwerke können sich ändern. Und wenn man das tut, muss man das auch begründen und muss versuchen, dann auch einen Kompromiss zu finden, die berechtigten Belange der Petition, die sich technisch vielleicht nicht unbedingt umsetzen lassen, auf andere Weise zu verwirklichen. Das möchte unser Antrag machen. Und was Sie jetzt hier machen, ist im Prinzip, Sie haben wahrscheinlich beim Parteilogo aufgehört, den Antrag zu lesen. Ansonsten würden Sie ja merken, dass der Beschlusspunkt 2 ja nochmal im Prinzip das bekräftigt, was 2014 beschlossen worden ist, nämlich die Querungshilfen, die immer noch offen sind in den Beschlusskontrollen und der Erhalt der Bäume, was heute auch nochmal hier bekräftigt worden ist, das würden Sie dann sozusagen annullieren. Ein Glückwunsch, das können Sie dann dort vertreten. Und dann die Frage, ja, haben wir jetzt gehört, die Regelwerke sind noch die gleichen, die Frage ist beantwortet, also ob Sie das ablehnen oder nicht, ist auch ein Stück weit wurscht. Und dann kommen wir aber dahin, was uns wichtig ist, da ein bisschen einen politischen Nachdruck zu geben und Interesse zu bekunden, dass eben die Belange des Radverkehrs und der Verkehrssicherheit, was auch immer eine Sicherheit eines Autofahrers ist, weil auch ein Autofahrer hat Stress, wenn er irgendwie mit dem Radverkehr in Konflikt und, tritt und in einen Unfall baut, dass die Belange des Radverkehrs eben verkehrstechnisch anders oder verkehrsorganisatorisch anders gelöst werden. Und auch das kann jetzt abgelehnt werden oder nicht. Es ist ein Prüfauftrag, weil wir es gar nicht anders beantragen dürften, weil nämlich das Geschäft der laufenden Verwaltung ist, hier im Prinzip das so zu organisieren, dass es eben möglichst gut für alle Beteiligten funktioniert. Und das ist unser Anliegen, hier ein Stück auch Frieden zu schließen und Frieden zu haben auf der Straße und nicht im Prinzip die einzelnen Verkehrsteilnehmer in Konflikt zueinander zu fahren. Insofern stimmen Sie diesem Antrag zu. Er trifft alle Belange, er baut eine Brücke. Und wir können dann auch sagen, wir haben hier mal versucht, ein Stück weit einen Kompromiss zu finden und den auch gemeinschaftlich zu unterstützen. Vielen Dank. Frau Krause, wenn Sie einverstanden sind, würde ich zunächst Herrn Schmidt rannehmen und Ihnen dann das Schlusswort übergeben. Herr Schmidt. Ich mache das gleich vom Platz als Reaktion auf Herrn Wirz. Ich habe natürlich nicht aufgehört, am Logo zu lesen, sondern beim Logo beim Lesen, sondern ich habe es gelesen. Wir müssen aber als Stadtrat nichts bekräftigen, was bereits beschlossen ist. Und der Bürgermeister hat ja gerade erklärt, dass die Planung, so wie sie damals beschlossen wurde, die Vorplanung Gegenstand der weiteren Planungen ist. Und damit wird das, was da im Beschlusspunkt 2 steht, ohnehin von der Verwaltung berücksichtigt. Und der Punkt 1, neue Prüfaufträge, dazu hat der Kollege Böhm schon ausgeführt, beschäftigt die Verwaltung nur mit Prüfen und nie mit dem, was sie eigentlich tun soll, nämlich in der Stelle jetzt einfach mal fertig planen. Und deswegen ist der Antrag aus unserer Sicht nie zustimmungsfähig. So, und jetzt kommen wir zum Schlusswort, Frau Krause. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Ich will noch mal auf einige wenige Punkte eingehen, die jetzt hier aufgetaucht sind in der Debatte.
Es ging darum, was steht genau im Radverkehrskonzept. Dort steht drin, es ist eine Sowieso-Maßnahme. Es steht da drin, dass die Führung im Mischverkehr wahrscheinlich nicht geeignet ist, wegen des hohen Kfz-Anteils. Jetzt hat die Verwaltung dargestellt, dass sie vermuten, dass der gesunken ist. Das muss man sehen. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse der Zählung. Was jetzt aktuell öffentlich zur Verfügung steht, ist auch schon über 6 Jahre alt. Die letzte Zählung war von 2016. Man kann sich aber natürlich trotzdem die Frage stellen, ob es dann erforderlich ist, bei sinkenden Kfz-Zahlen einen zusätzlichen Rechtsabbieger einzubauen auf der Teplitzer Straße. Auch dort wird die Straße breiter, es wird schlechter für den Fußverkehr, die Querungsstrecke wird länger, es werden auch dort große Bäume gefällt. Ich halte das für überflüssig. Das könnte man ja eventuell nochmal überprüfen. Dann wurde auch dargestellt, es gäbe keine neuen Richtlinien. Dem Fachpublikum ist sicher bekannt, dass die ERA sich derzeit in Überarbeitung befindet. Angeblich soll sie dieses Jahr veröffentlicht werden in ihrer Neufassung. Ich gehe davon aus, dass dort strengere Vorgaben gemacht werden für die Führung von Radverkehr auf Straßen. Möglicherweise wird es die dann schon geben, bevor die Genehmigungsplanung fertig ist. Das werden wir dann sehen. Zur Straßenunterhaltung ist was gesagt worden. Ja, das ist liegen geblieben. Das ist über Jahrzehnte in dieser Stadt liegen geblieben. Ganz, ganz viele Straßen sind in einem schlechten Zustand. Dafür haben wir jetzt aber zum Beispiel eine Waldschlössenbrücke. Herzlichen Glückwunsch. Dann wurde ausgeführt, es ist da ein Abschnitt von etwa 200 Metern an der Straße. Da gibt es noch alte Bäume zu erhalten. Das sind genau 5 Stück. Auf der stadteinwärtigen Seite sind es 3, auf der anderen Seite sind es 2. Und ich kann sagen, als Radfahrerin akzeptiere ich einen geringfügig schmaleren Radweg gerne an der Stelle, wo ein Baum steht. Es geht aber offensichtlich leider nicht, nach Meinung der Stadtverwaltung. Das finde ich schade. Aber wenn irgendwo ein Oberleitungsmast für die Straßenbahn hin muss, dann muss ich den natürlich immer umrunden. Also Sie sehen, da gibt es auch gewisse Unterschiede, was man dem Radfahrer zumutet und was nicht. Das finde ich schade. Was bleibt noch zu sagen? Ich finde, die 1671 Unterstützerinnen und Unterstützer der Petition sind jetzt kein Pappenstiel. Alle diese Leute haben gesagt, wir wollen gerne Radwege auf der Gostritzer Straße. Finde ich, kann man noch mal hier gesagt haben, dass da der ADFC wirklich viele Leute gefunden hat, die unterschrieben haben. Und es ist übrigens mal nicht die Neustadt und ist mal nicht die Innenstadt, sondern es ist der Dresdner Osten. Und ich finde, da müssen wir uns auch mal strecken und für den Radverkehr was tun. Denn jetzt wurde zum Beispiel auch gesagt, na ja, Führung im Mischverkehr ist alles möglich. Das ist vielleicht sogar legal. Aber aus meiner Sicht sieht so eine Förderung nicht aus. Jemand, der nicht, ich habe das im Ausschuss gesagt, schon Haare auf den Zähnen hat und ohne Probleme im Mischverkehr fährt, für den ist das kein einladendes Angebot. Der wird nicht sagen, okay, ich probiere es mal aus. Und ich möchte nicht, dass immer nur ein Unfall ein Grund ist, irgendwo eine Radverkehrsanlage einzuordnen. Ich möchte die Leute nicht erst von der Straße kratzen, bevor ich tätig werde, um für Radverkehrssicherheit zu sorgen. Und genau da ist für mich auch eine kleine Differenz zum Kollegen Wirz. Ich finde schon, dass das ein Schutzraum sein kann, der für Radfahrerinnen und Radfahrer zur Verfügung steht, der ein Angebot macht, der ermutigt, eine alternative Mobilität auszuprobieren. Und wenn wir das nicht haben, dann werden wir auch keine großen Zuwächse an Radverkehr haben. Ich hatte das am Anfang gezeigt, die kommunale Bürgerumfrage. Und es gibt auch viele Leute, die mir sagen, zum Beispiel Mitglieder bei uns, bei den Grünen, die kommen und sagen, ich bin jetzt gerade frisch hergezogen, aber hier fahre ich nicht Fahrrad. Und das tut mir weh. Ich möchte dagegen was tun. Und deswegen bitte ich hier nochmal um Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank. So, damit steigen wir ein in die Abstimmung, haben zunächst unter 2621 eine Empfehlung des federführenden Ausschusses, die ist ablehnend. Wer diese ablehnende das kommt danach. Lassen Sie mich noch ruhig alle die Sitzungsleitung machen. In der Regel funktioniert das. Also, 2621, gibt es einen negativen Ausschussbericht und den stelle ich jetzt zur Abstimmung. Wer den negativen Ausschussbericht annehmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen.
44 Ja, 13 Nein, 6 Enthaltungen. Wer der Ausschussbericht angenommen und damit der Antrag abgelehnt. Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Erklärung zur Abstimmung zu halten? Nee, dann bitte, können wir das am Anschluss mal? Ich will das mal durch die ganzen Abstimmungen mal durch und dann können wir. Ja, es ist registriert und wir sind bei 27 und da haben wir zur Petition zunächst einen Ersetzungsantrag von Fraktion Die Linke. Wer diesen Ersetzungsantrag oder den Ersetzungsantrag folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Dreißig Ja, 34 Nein, keine Enthaltung, hat die Ersetzung keine Mehrheit gefunden. Und da es kein federführendes Votum vom Petitionsausschuss gibt, würde ich jetzt über den Petitionstext selber abstimmen. Wer der Petitionstext folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Zwölf Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen, 17 Enthaltungen, wird damit abgelehnt. So, jetzt kommen wir zur Erklärung zum Abstimmverhalten. Herr Licht, ich habe der Petition nicht zugestimmt. Ich sehe die Kritikpunkte des ADFC und der Grünen. Die sind aus meiner Sicht sehr nachvollziehbar. Ich sehe aber auch die Argumente, die insbesondere der Kollege Engel, aber auch der Kollege Wirz für mich sehr überzeugend vorgetragen haben. Und ich würde mir einfach wünschen, und deswegen bin ich hier nochmal vorgegangen, dass in der wichtigen Frage des Radverkehrs in Dresden, wo wir nicht vorankommen, in dem Maße, wie es notwendig ist, vielleicht sich wir uns und auch die zuständigen Verkehrsverbände vielleicht auf die zentralen Probleme konzentrieren und sich nicht immer wie die Gostritzer Straße sich, sage ich mal, einen Gegenstand suchen, der hoch umstritten ist und sich dann letztendlich eine Niederlage für den Radverkehr einfangen. Das finde ich sehr bedauerlich und ich kann nur an die Grünen und an der ADFC appellieren, vielleicht sich in Zukunft entsprechend anders zu verhalten. Danke. So, damit hätten wir diese beiden